Joey. Fistet. Oh mein Bestesmatch.de. Auf der rechten Seite Julia Jutix. Hi. Schön, dass du da bist. Klatsch für dich selber. Oh mein Gott, hey, war schön. Kannst du nicht für dich selber klatschen? Warum nicht? Man muss immer so humble sein. Wenn Leute für einen klatschen, muss man wieder. Aber ich freue mich doch, hier zu sein. Schlecht rausgeredet. Und heute werden wir eine neue Runde One Word Challenge. Jesus ist auch dabei. Jetzt habe ich auch für mich geklatscht. Boah, ich bin krass enttäuscht von mir. Fang direkt mal an mit einem random Board. Wir wollen einfach mal anders anfangen als sonst. Ja. Julia. Ah. Ja, Julia, versuch dich da mal rauszubringen. Rennt. Scheiße, ich habe nicht genau darüber nachgedacht, dass ich ja auch wegrennen kann. Ja, oder auch wohin? Oder wo rein? Julia rennt immer zum Gang hin. Diese Motten zum Licht. Ja, okay, los jetzt. Okay, Julia rennt nackt. Natürlich. Natürlich. Anders kennen wir Julia auch nicht. Kreischend. Und? Braucht man jetzt, damit es dann ein richtiger deutscher Satz wird? Okay, was könnte jetzt noch was sehr Peinliches sein? Schwitzend. Was? Das ist halt eine Stresssituation, Julia. Ich sag einfach mal vor und open end. Ja. Wände. Vor Wände. Julia rennt nackt, kreischend und schwitzend vor Wände. Ja, Ende. Nein, nein. Wenn. Also du machst es immer, nein. Wenn. Ihre. Haare. Kopfhaare. Bist du sicher? Speicherkarte. Oh, wenn ihre, okay. Speicherkarte. Voller. Oh Mann! Ernsthaft? Ja, wir können das immer drehen, Julia. Egal, was du machst. Ja, okay, schön. Ja, ich mache einfach mal Nacktfotos. Es ist nicht klar von wem. Noch nicht klar, ja, von wem. Noch nicht klar. Das wird auch nicht mehr klar sein, weil ich kann den Satz beenden. Punkt. Voller Nacktfotos sind. Aber von wem? Eine fesselnde Geschichte, nicht wahr? Nein. Kann ja wieder sein, dass du wieder so deine Nacktfotos bei ihr auf die Karte drauf gemacht hast. Ja, und ich habe das gesehen und mich so hart erschrocken. Positiv immer so, oh nee, scheiße, schon wieder damit die Nacktfotos von. Damit ich das vergesse, ganz schnell. Positiv vergessen? Ja, was soll ich jetzt groß sagen? Joey zum Beispiel. Oder Julia. Rezo. Irgendwas, was sehr positiv ist. Singt. Ist doch was Schönes. Rezo singt. Kann man so einen Punkt machen und dann geht's weiter. Bikes und. Von? Irgendwas, was unschuldig ist. Von Ju. Das ist ja dein Ding, ne? Kannst du ruhig machen halt. Ich bin jetzt noch nicht belastet. Ich sag einfach mal, weil. Da finde ich jetzt einen Grund. Kleine. Detektive. Ich weiß nicht. Detektive. Singer. Weix und. Und du, weil kleine Detektive. Weix und. Jetzt kommt Julia wieder für ein Jahr nicht mehr hier hin. Was machen die kleinen Detektive währenddessen? Zu jubeln. Zu jubeln. Wow. Unser Herr und Bieter. Anbrüllen. Anbrüllen? Die brüllen den an? Ja. Voll stressig. Irgendwie passt es zu dir. Was? Punkt. Rezo fängt an. Okay. Ju. Verkleidet. Das bietet viele Möglichkeiten. Ja, viele positive. Seinen. Oh, damn. That escalated quickly. Sein, nee. Schlagbohrer. Ja, ich kann es aber auch einfach als normalen Schlagbohrer erzählen. Ja, ja, wenn du das schaffst, stimmt. Alleine, dann viel Spaß dabei. Ich kann aber auch sagen, aber und gehe komplett weg von der Situation. Nein. Wie aber nein? Das war ein Satz. Nein, nein, das war ein Nein, du machst das nicht. Aber. Hab ich gesagt. Aber und ja! Hier. Leckt. Leckt. Achselschweiß. Oh, bäh! Ja. Aus. Ich bin ganz kreativ. Achselschweiß aus. Jetzt könnt ihr sagen. Regina. Oh mein Gott. Julia, zerstört. Stop it. Geht zum Herrn. Aus. Vaginas. Es geht noch weiter. Also, es geht noch weiter. Ich müsste den Punkt setzen. Also ich habe nicht gehört, wie ich Punkt gesagt habe. Das war ein Missverständnis. Weil. Zieht mich jetzt wieder mit rein. Nein. Ja. Weil Julia, jetzt bist du am Arsch. Scheiße. Weil Julia, keine. Oh shit. Oh, das ist gut, das ist gut. Keine Hemmungen. Nein. Weil. Hey. Backen. Das war's. Punkt. Oh mein Gott. Haken reingezogen. Safe raus. Papa, du kannst echt nicht lesen? Ju. Hä? Ich bin da schon zweimal. Ich zieh euch da jetzt safe mit rein. Peitscht. Julia. Toll. Ach so, shit. Ja. Vielen Dank. Du hast mich da reingebracht. Jetzt bring uns auch wieder raus. Ich versorge dich. Leicht. Oha. Komma, genüsslich. Auf.
Ihr stellt euch echt doof an beim Entschärfen. Echt jetzt? Du warst mit leicht auch nicht smart. Ja, vielleicht müssen wir umgekehrte Psychologie anwenden bei Rezo. Wir geben den Vorlagen und dann nutzt er die nicht. Er nutzt sie aber doch gerade. Das ist das Problem. Ellbogen. Bindestrich Höhe. Weil? Rezo. Ja. Schockiert? Ich will nichts damit zu tun. Doch. Lutsch. Verkehr. Mit? Mit? Ich muss jetzt aussuchen, mit wem? Ja. Mit keinem. Außer? Alten? Alten Freunden. So. Alten Freunden? Das sind dann nicht alte Menschen. Okay. Über? Ha? Über 60 Jahre? Ja! Ist gut. Allen Freunden über 60? Minuten. Oh, über 60 Mann. Minuten. Im? Seniorenheim. Bah, du kranker Wasser. Ihr habt gesagt, Ju peitscht Julia leicht genüsslich auf Ellenbogenhöhe, weil Rezo schockiert Lutsch. Verkehr mit keinem außer alten Freunden über 60 Minuten im Seniorenheim. Das ist nichts. Voy a la playa, voy a subir la marea. Hat. Fertig. Hat, fertig, ja. Passt das? Hat? Wunderbar. Ey, Digga, kannst du mich nehmen? Du. Hä? Rockt. Bunga. Kinos. Wir müssen nur dafür sorgen, dass er keinen Namen noch mit reinbringen kann. Schwitzend. Mit. Eifer. Während. Nein! 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 Und Ruhm. Während. Ejakulat. Ja. Seiner. Während Ejakulat seiner. Seiner. Fanboys. Juice. Staubsauger. Also dein Penen. Nee. Eintrittskarte. Fernab von irgendwas Körperlichem. Eintrittskarte. Da kannst du hin ejakulieren, wo du möchtest, auf die Eintrittskarte. Wenn du jetzt sagst. Du hör auf, Julia zu helfen. Beschert. Hat. Punkt. Gut, dann wissen wir mal den Mann hinter der Kamera. Thomas. Oh ja, Thomas, Alter. Der macht kranken Scheiß und wir sind zu dritt und du kannst nichts tun. Badet. In stinkendem. Kot. Ich dachte sogar Urin, aber Kot ist noch heftiger auf jeden Fall. Bäh. Während. Rezo. Oh mein Gott. Alles zurück. Ja? Ja. Während Rezo. Ja. Thomas. Thomas. Auto. Sprich. Arschloch. Gottes Willen. Weil da so viele Abgase rauskommen. Genau. Distanziert. Einkrebs. So. Unge. Schneller. Reibt. YouTuber. Auberginen. Auf. Hä? Madeira. In. Ja, ja. Also. Körperöffnungen. Wie? Arschlöcher. Während. Jetzt bringe ich wieder wen anders rein. Nein. Unges. Bauchnabel. Mit. Jetzt sag ein Lebensmittel. Was? Schinkenwurst. Und Erdbeerkäse. Gestopft. Wird. Aber noch weiter. Weil. Rezo. Verräterin. Aber finde ich gut. Weil Rezo Julia. Oh nein! Ja, jetzt musst du helfen. Original. Berät vielleicht? Dann. Original. Berät. Ich dachte gerade an Säubern. Das wäre nicht schlimm für dich. Das wäre nicht. Ich berate dich. Original. Ich sag dir so, ja, vielleicht kannst du die Binden hier benutzen. So, das ist meine Original. Beratung. Okay. Punkt. Cool. Schade. Ungereibt YouTuber. Ach, das ging ja mit Unge los. Ungereibt YouTuber Auberginen auf Madeira in Körperöffnungen wie Arschlöcher, während Unges Bauchnabel mit Schinkenwurst gestopft wird, weil Rezo Julia. Original. Was ist das? Sprachen lernen. Joey. Gutes Wort. Gutes Wort. Ich bin begeistert. Mm. Fisted. Oh mein Gott! That escalated quickly. Sich. Sich? Oh mein Gott. Alter, wie sieht das aus? Er fistet sich so oder was? Also, das geht. Also, das geht? Also, aha. Ey, ja, habt ihr kein Internet? Ich weiß nicht. Mit Stühlen. Das ist wenigstens sinnvoll. Also das geht. Aua! Gut, dass du Stühle gesagt hast. Mit Stühlen. Wie ist der Satz, Thomas? Joey fistet sich mit Stühlen. Gut, dass wir den nochmal... Woraufhin? Oh, jetzt könnte ich jemanden reinziehen. Aber musst du nicht, weil du hast ja Klasse. Das machst du ja nicht. Genau. Bro! Ju? Ha. Ach, damn. Weg wow. Geht. Verstehe ich. Um noch mehr Stühle zu holen. Und? Und? Vikes on. Das hat dich scharf gemacht, ne? Das mit den Stühlen.
Ja. Weite. Damit hast du es mega versaut, ne? Echt jetzt? Weite. Vaginal. Es gibt viele Dinge, die ja, weit sind. Ja, aber ich meine, das Nomen. Das geht aber geht grammatikalisch gar nicht. Münder. Oh, ankotet. Ankotet? Ja, ja, du kotest die an, ja, ja. Ich rette mich jetzt mit einem einzigen Wort. Ja, ich bin gespannt. Ja, dann rette dich mal. Kappa. Ja, Punkt. Echt, Punkt? Julias. Bring deine Schwester Mama, ins Papa, Kino Opa, Oma. Julias Drehpartner. Oh, ey, jetzt müssen wir es beide. Also wir beide sind damit jetzt gemeint. Aber du hast die Kings jetzt gerade gegen dich gesetzt. Nein, ich sind cool, den. Punkt. Es reicht nicht nur, cool zu sein. Wir müssen sie zerstören. Oh, okay, stimmt. Widert Julias. Was? Wir haben dich gefühlt. Das war so ein krasser Move von ihr, aber wir haben es so getwistet. Drehpartner? Was? So grammatikalisch ist korrekt, glaube ich. Jetzt habe ich euch wieder gefühlt. Nicht an. Also noch hat niemand hier irgendwas geschafft. Obwohl? Julia. Und jetzt kannst du nicht Drehpartner sagen, weil Ju ist dran. Arschwasser? Was ist denn Arschwasser? So Schweiß in der Kimme. Sieht der dazu? Das ist auch ein Wissenskanal hier. Anekelt. Weil sie schläft. Und Eichelwasser. Juice. Was? Das geht auch nicht. Das geht nicht. Ich werde 8 Nomen hintereinander sagen. Ey, das ist wirklich gerade ein Kampf der Giganten hier. Das ist echt so. So noch niemand hat irgendwas Schlechtes über wen anders sagen können. Verantwortung. Dann mache ich mal zu, spricht ja. Naja, trotzdem hat er jetzt die Verantwortung. Nee. Doch. Laut dir habe er die Verantwortung. Er hat die Verantwortung. Nein, Konjunktiv. Gefühlt. Bis jetzt habt ihr es nämlich nicht geschafft, mich fertig zu machen. Deswegen setze ich einen Punkt. Damit habt ihr es. Ich finde auch, habt ihr das war eine starke Leistung. Julia hat es sehr, sehr gut gemacht. Ihr habt tatsächlich gesagt, Julias Drehpartner widert Julias Drehpartner nicht an, obwohl Julia Arschwasser anekelt, weil sie Schmäh und Eichelwasser Juice Verantwortung zuspricht. Das ist kein Satz, Leute. Doch, das ist ein Satz. Doch, das ist ein Satz. Rein. Wenn euch das Video gefallen Hoden liked nicht dieses ja. Rezo abonniert Julia Ju nicht sondern Julia nee ich bin dran ich hab so dir Jam auch nicht sondern Julia Punkt. Wir haben auch 2 andere Videos gedreht. Die sind jetzt hier im Bild. Die waren auch gut. Es lohnt sich sehr. Bei dem einen fassen wir Dinge an und bei dem anderen spucken wir uns an. Ja, hier sind die verlinkt, die Videos. Und währenddessen könnt ihr auch mal bei bestesmerch.de vorbeischauen oder auf Spotify, denn da droppen wir jede Woche neue Songs. Nicht. Punkt.